geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu F1-24. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Und die dritte Folge in dem Fall, die bedeutet was Gutes. Das ist nämlich jetzt das volle Spiel in der Version, in der ihr es auch spielen werdet. Das ist keine Preview mehr. Das ist jetzt endlich, ja, das richtige Spiel. Es war auch davor schon das richtige Spiel. Das Allerwichtigste ist vor allem für das Video jetzt, dass ich nicht mehr diese 20 Minuten Vorgabe habe. Somit werden wir auch auf jeden Fall ein 50% Rennen spielen. Wir werden das von jetzt an immer so machen, wie es ja üblich ist in meinen Karrieren. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, das kurze Qualifying erstmal beizubehalten. Fand das eigentlich ganz cool und ja, finde auch, dass ehrlich gesagt ein komplettes Qualifying dem Video auch nicht viel mehr gibt. Also so sollte das, glaube ich, ganz gut sein. Nun starten wir aber auch schon rein mit unseren Spezialisten. Da ist es erstmals so in dieser Karriere, dass ein paar mehr am Start sind. Die sind scheinbar zurück aus dem Urlaub oder wo auch immer die waren. Ich weiß es nicht. Der Kollege ist jetzt aber weg. Der hat sich überarbeitet. Zwei Rennwochenenden mitgemacht und schon kann er nicht mehr, oder was? Unsere Windkanal-Ingenieurin haben wir hier. Das ist interessant. Die ist dafür die Aero. Auf Level 1 haben wir da die Möglichkeit, die Zeit für die Aero-Upgrades zu reduzieren, dann was, Aero-Komponente, die Kosten und die Wirksamkeit verdoppelt sich auf Level 3. Wow, das sind ein paar coole Sachen. Ich frage mich, wie lange das so dauern wird, bis man bei Level 3 wirklich ist. Keine Ahnung. Was sind denn hier die Ziele? Schließe eine Session mit der schnellsten Runde ab. Ist komplett unrealistisch in diesem Williams. Erreiche während eines Rennens eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit von 170,59. Ja, ich glaube, das könnte man sogar schaffen, ne? Wir sind ja in Australien unterwegs, da gibt es ein paar schnellere Kurven. Das ist auf jeden Fall realistischer als eine schnelle Runde. Beziehungsweise die schnellste Runde. Man kann auch natürlich mehrere Ziele auswählen für ein Wochenende. Das hatten wir bislang noch nicht, weil wir immer nur einen zur Verfügung hatten. Aber nun ist das anders. Der Triebwerksberater ist auch mal im Haus. Fahre an einem Wochenende 3 lila Sektoren, erreiche im Qualifying eine Position von 11 oder besser. Boah, also das sind jetzt auch keine Kindergartenziele, ne? Beides. Nein, man, 3 lila Sektoren. Ist das wahrscheinlicher als das? Ich glaube, ohne Scheiß. Ich glaube, fast 3 lila Sektoren sind safer. So mal im Qualifying random, wenn vielleicht noch nicht viele gute gefahren sind. Und dann irgendwann zwischenzeitlich im Rennen auf frischen Reifen eventuell. Probieren wir das mal. Ich meine, 11. im Qualifying, das muss man erstmal hinbekommen. Der Prüfer für die Qualitätssicherung, der ist auch am Start. Verbringe während eines Rennwochenendes mehr als 45 Sekunden im vierten Gang. Ja gut, das ist Kindergarten mal wieder. Und dann haben wir auch noch die Strategieanalystin, die ist auch da. Schließe das Rennstrategie-Trainingsprogramm ab. Ja, das wird nicht passieren, weil ich das Training nicht spielen werde. Und perfektioniere ein Trainingsprogramm an einem Rennwochenende. Ich mach das mal. Ich hoffe, das schnelle Training zählt da dazu. Wenn nicht, dann werden wir die Ziele leider nicht erfüllen. Und nun kann man, wenn man sich mehrere Ziele ausgewählt hat, unten, könnt ihr sehen, durch Drücken von 1 einen Primärspezialisten festlegen. Der bekommt dann doppelte EP, beziehungsweise die EP, die man dadurch bekommt, werden verdoppelt. So, wie auch immer man es ausdrücken will. Da macht es natürlich Sinn, mit dem zu gehen, wo man am ehesten denkt, das Ziel zu erfüllen wahrscheinlich. Oder auch dem, wo man am ehesten ja den Bonus braucht. Also in der Abteilung, wo man am schlechtesten ist. Und das ist bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, die Aero am ehesten. Und die ist auch sogar aktuell schon ausgewählt. Das wird oben angezeigt durch diese zwei Pfeile. Die ihr da sehen könnt, das kann man halt umswitchen. Kann natürlich nur ein Primärspezialist sein, ne? Das ist klar. Nun gut. Ah, das ist ja ein super Start. Das allererste Upgrade, was ankommen sollte, schlägt fehl. Das war eins, was Albon gemacht hat. Ich frag mich, ob, ja, okay, ob er das dann erneuert oder wir. Ich weiß nicht, wollen wir ihm da so sehr vertrauen? Ich tu's einfach mal. Ich hoffe, der kümmert sich darum. Und das war scheinbar ein Fehler. Das kommt nämlich nicht an diesem Wochenende an, okay? Also, Notiz an mich selbst, nicht dem Teamkollegen vertrauen, obwohl doch. Doch, aber das wurde jetzt gar nicht mehr angezeigt in dieser Timeline, dass das Upgrade ankommt. Aber Albon hat das gemacht, wir haben das am Auto, das Chassis-Upgrade. Alles klar, das ist doch eine nette Sache, hilft uns vielleicht ein bisschen näher an die Teams davor ranzukommen. Obwohl jetzt natürlich bei jedem Team allmählich mal Upgrades ankommen. Jetzt ist halt die Frage, was können wir hier noch machen? Also in Ressourcenpunkten schwimmen tun wir nicht gerade, aber hierfür sollte es noch reichen. Das kommt dann nach dem Wochenende in Japan beim nächsten Mal an. Sehr, sehr schön, unser Chassis ist auch echt ordentlich. Sehr, sehr ordentlich. Da sind wir Dritter. Nur hinter McLaren und Red Bull. Wo hapert's denn dann? Ja, wirklich bei der Aero, ne? Wie ich es vorhin gesagt habe. Die Motoren, die sind ja so ziemlich bei jedem Team gleich.
Übrigens hat man bezüglich der Spezialisten die Möglichkeit, hier auch diese Ziele auszuwählen. Also wenn man schon zum Rennwochenende gegangen ist und das im Hauptmenü irgendwie verkackt hat, das sieht sogar ganz cool aus, finde ich. Ist ein ganz hübsches Menü. Ah, okay. Sehr, sehr gute Neuigkeiten. Man kann die Ziele des Spezialisten im Training auch erfüllen, wenn man das Training simuliert bzw. das schnelle Training macht. Finde ich super, weil ich bin echt überhaupt kein Freund von den Trainings. Ich finde die sehr langweilig. Ich gehe lieber direkt rein in die Action im Qualifying. Und so würde man halt gezwungen werden, die Trainings zu spielen, wenn das nicht im schnellen Training erfüllt werden würde, das Ziel. Das fände ich nicht gut. Deshalb gut gelöst. Oh, Stroll. Was hat der da vor? Wird ganz langsam. Und so richtig gut Platz gemacht ist das auch nicht, oder? Fährt da irgendwie in der Mitte der Strecke. Aber das war schon okay. Ziel für das Qualifying natürlich klar. Albon schlagen erstmal. Ich würde auch gerne beide Saubers schlagen. Die ärgern uns echt ganz schön, ne? In den Rennen, auch in den Qualifyings. Und das, obwohl der Sauber theoretisch noch ein bisschen schlechter ist als unser Auto. Das gefällt mir gar nicht. Carlos, nee, nicht Carlos, Charles. Nein, okay. Ich glaube, das hat nicht so viel Zeit gekostet, aber er wäre trotzdem nett gewesen, wenn er da für uns auch noch Platz gemacht hätte. Naja, so ist es. Vielleicht bekommen wir immerhin noch ein bisschen Windschatten hier auf Start und Ziel. ERS natürlich hier nicht vergessen. Das passiert leicht, weil man das noch nicht so drin hat. Ja, Platz 9. Sieht nicht so toll aus. Magnussen vor uns, Joe vor uns. Das darf so nicht bleiben im besten Fall. Oh, und jetzt, okay. Jetzt geben wir Stroll das zurück, was er uns gegeben hat, so ein bisschen. Perfekt. Übrigens kann man sich die Ziele hier im Pausenmenü jederzeit anzeigen lassen, falls man die nicht mehr im Kopf hat und schauen möchte, was man da noch erreichen kann, eventuell. Ja, auch eine coole Sache. Albon 7. nach seinem ersten Run. Da sind wir, glaube ich, weit von entfernt, oder? Ja, Position 16. Mit einem lila Mittelsektor zwar. Das kennt man ja hier aus Australien. Der Mittelsektor, das ist dieser Vollgasabschnitt, der durch das neue Layout auch so gemacht wurde, da sind wir immer stark. Auch in Rennen immer gut, was Überholmanöver angeht. Ja, der Rest passt halt noch so gar nicht. Wie viel fehlt denn da? Was sind das? 6? Ja gut, 6 Zehntel sind nicht dramatisch, aber wir müssen uns schon noch steigern auf jeden Fall. Vor allem, weil diese 6 Zehntel halt 9 Positionen ausmachen. Da wollte ich zu viel. Und trotzdem sind wir noch ein bisschen schneller. Ja, die Runde vorhin war echt noch nicht optimal offensichtlich. Aber die hier ist es jetzt auch nicht. Ey, was wirklich unfassbar viel ausmacht. Oh, ein gelber Sektor da oben. Das ist eine neue Anzeige. Cool. Gab es in den Spielen davor nicht, ne? Da war das immer rot. Aber in echt ist das ja auch gelb. Das gibt's ja da. Ja. Ja, cool. Krass. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Was wollte ich sagen? Das ist ERS-Management auf so einer Runde. Das macht enorm viel aus. Ja, das kannst du komplett vergessen. Die Runde habe ich schon abgehakt im Kopf. Das ist so wichtig. Also, wenn man in einer Runde auf einer Gerade das ERS aktiviert hatte und in der nächsten nicht, verliert man da so viel Zeit, das ist echt der Wahnsinn. Puh, dieser letzte Run, der wird jetzt echt entscheidend. Albon hält sich hier innerhalb der Top 10. Das ist die erste wirklich super Leistung von unserem Teammate, muss man sagen. Und bei uns ist es die erste wirklich schlecht. Also hier droht so ein kleines Desaster, wenn es so weitergeht. Zumal wir nur Alonso hinter uns haben, dem noch viel, viel mehr zuzutrauen ist normalerweise. Also eigentlich sind wir Letzter, wenn man so möchte. Abstände halt unfassbar gering, ne? Also das sieht man ja auch an der Performance. Das gibt sich alles nicht viel. Also macht eine kleine Verbesserung so viel aus. 2 Zehntel und wir sind hier im Bereich der Top 10. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Aber die 2 Zehntel, die müssen halt jetzt auch kommen unter vollem Druck. Das ist nicht so easy. P19 befördert.
gute Runde. 14. so in etwa. Was machen die aus? Wir waren Letzter. Wir sind nicht mehr Letzter. Ich glaube, es ist Platz 14. Platz 13 sogar. Krass. 14. Verbesserung. Nicht mal ganz. Ey, das hat uns komplett den Arsch gerettet jetzt. Yes, Mann. Gute letzte Runde. Boah, das ist echt nicht easy in Qualifyings dieses Jahr mit dem ERS. Man muss da immer dran denken, man muss sich gut überlegen, wo genau setze ich das jetzt ein. Ja, und muss vor allem immer im Blick behalten, wie viel man noch hat, wie viel man vielleicht mal kurz sparen sollte. Das ist echt eine ganz, ganz geile neue Komponente. Das macht richtig Spaß. Bringt nochmal eine ganz andere Ebene irgendwie rein in die Qualifyings. Leider von Albon geschlagen erstmals, aber gut, zwei Positionen dahinter. Das wird fürs Rennen, glaube ich, keine Riesenrolle spielen, wenn die Pace da stimmt. Joe leider vor uns, also mal wieder so wie immer, die Saubers. Ja, die sind so unser Hauptkonkurrent, habe ich den Eindruck. Das wird sich wohl noch so fortsetzen hier in dieser Saison. Es ist soweit, großer Preis von Australien. Erster 50%er der Karriere. Das wird jetzt nochmal was Neues. Vor allem hinsichtlich Strategie, Reifenmanagement, ERS-Management, alles. Ist einfach alles ein bisschen wichtiger als in so einem kurzen 25%-Rennen. Und vor allem, logischerweise, ist es halt einfach länger. Man muss länger konzentriert sein, muss länger fehlerfrei bleiben. Das wird nochmal eine etwas größere Challenge, aber ich hab Bock drauf. Ich liebe 50%-Rennen. Das finde ich so die perfekte Distanz in den Spielen. Deshalb spiele ich die normalerweise auch immer. Sprit, ich weiß nicht, mir ist nicht aufgefallen, dass wir damit bisher Probleme hatten. Deshalb machen wir es einfach mal so eine Runde mehr. Und dann sind wir da, glaube ich, safe. Medium Hard wird wohl die Strategie to go sein. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr dran rumspielen. Das geht nämlich meistens schief. Und dann geht's direkt rein in das dritte Saisonrennen. Ich freue mich sehr drauf. Ziel, mal wieder Punkte und vor allem sauber mal Punkte abzunehmen. Darauf haben wir heute echt eine Riesenchance mit beiden Autos, wenn alles perfekt läuft. Let's go! Die Einführungsrunde läuft und die Fahrer machen sich und ihre Autos startklar für das bevorstehende Rennen. Gleich geht's los! Jetzt in diesen großen Preis von Australien. Albon hat da oben so ein Symbol, das signalisiert, dass er unser Rivale ist. Das ist cool. Weiß gar nicht, warum wir das bisher noch nicht hatten. Oder vielleicht hatten wir es, aber Albon war halt selten zu sehen in unseren Rennen, ne? Ich glaube, den hatten wir nie mal vor uns. Deshalb ist das gar nicht so aufgefallen. Sehr, sehr guter Start, aber direkt mal vorbei an unserem Teamkollegen. Vor auf Position 11 geht vielleicht noch mehr hier in die Hairpin hinein. Ja, direkt mal Punkte nach den ersten paar Kurven hier zu haben, zwischenzeitlich. Das wäre natürlich was. Oh, wird jetzt aber schwer hier außen. Lando, der kommt noch nicht so richtig in Fahrt hier in dieser Karriere. Sehr, sehr gut trotzdem. Damit bin ich zufrieden. Jetzt geht's aber hinein in unseren stärksten Abschnitt. Hier waren wir Leader im Qualifying. Ich glaube auch am Ende tatsächlich, als jeder schon seine Zeit gesetzt hatte. Somit ist davon auszugehen, dass hier einiges gehen wird, vielleicht aus dem Windschatten heraus. Spätestens, wenn dann das DRS natürlich aktiviert wird, in der nächsten Runde ja schon. Ah, jetzt reicht's leider noch nicht. Oh Gott. Ah, voll die Hinterräder blockiert auch. Das war ein bisschen langsamer, als ich gedacht habe. Hat da jemand Schaden? Oder ist es einfach langsam, weil alle nah beieinander sind? Das kann natürlich auch sein. Wird sich gleich zeigen. Kommt da jemand an die Box? Nee, sieht nicht so aus. Erstmal ist der DRS jetzt in diesem Rennen. Das ist so krass, dass das nach dieser einen Runde schon aktiviert ist. Da komme ich noch überhaupt nicht drauf klar. Das geht so schnell. Gefühlt ist man gerade erst reingestartet und schon DRS. Schon geht's voll rein in die Action. Aber das ist eine super coole Änderung, wie ich finde. Macht's vor allem in der Anfangsphase sehr viel spannender. Aber ja gut, je nach Situation nicht unbedingt leichter. Ne? Als Führender freut man sich da wahrscheinlich nicht drüber, wenn der Zweite direkt das DRS hat. Ich glaube nicht, dass jetzt schon was gehen wird gegen Lando. Vor allem, weil der halt auch das DRS hat. Weil das so ein riesen Train ist mal wieder hier vorne. Aber es wird uns helfen gegen Albon, solange wir hier dranbleiben können. Und klar, sobald bei irgendwem hier vorne was schief geht oder sobald wir mal näher dran sind, haben wir direkt die Chance, um in die Punkte vorzukommen. Aber erstmal muss es echt das Ziel sein, überhaupt in dieser Sekunde zu bleiben. Das wird schwer genug. Die Jungs da sind super schnell. Das sind allesamt schnellere Autos. Da werden wir so leicht nicht vorbeikommen. Leider ist auch heute so ein Stroll zum Beispiel echt gut gewesen. Der ist Dritter gestartet einfach mal. Das war ja immer einer in einem guten Auto, der ein bisschen gepatzt hat in den ersten Rennen. Aber hier heute absolut nicht. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Das wird, glaube ich, auch so ein bisschen dadurch ausgelöst, dass das DRS so früh aktiviert ist. Das komplette Feld direkt hintereinander. Das haben wir in Jeddah auch schon ähnlich erlebt. Das kann echt so eine Folge dessen sein. Ohne Scheiß, weil ich meine, was anderes, ja, macht keinen Sinn. Was anderes ist ja nicht anders als in den letzten Jahren. Und da war das nie so extrem. Auch wenn wir, klar, noch sehr früh im Rennen sind. Ne? Das wird sich schon noch auflockern später. Oh, diese gelben Sektoren, also die sieht man zwar nicht gerne, aber die finde ich voll geil. Das ist voll cool, da einfach so eine neue
neue Farbe da oben zu sehen. Sehr, sehr geil. Kleine, aber feine Änderung. Und so ein Gelb fühlt sich auch ein bisschen positiver vor allem an als Rot. Rot ist direkt so nach dem Motto, ey, du bist scheiße, du bist zu langsam. Aber Gelb, da denkt man sich, ja, ist okay. Obwohl es eigentlich genau dasselbe bedeutet. Das hier ist, glaube ich, gerade wirklich die Definition von einem DRS-Train. Das ist der Wahnsinn. Hier passiert gar nichts, aber alle sind so nah hintereinander. Unfassbar. Okay, hör zu. Der Motor läuft sehr, sehr heiß. Der Motor läuft heiß. Wir sollten versuchen, ihn etwas abkühlen zu lassen. Das mal wieder, das kennt man ja. Bislang hatten wir nie Probleme mit diesem Ziel, aber wer weiß, vielleicht passiert das jetzt. Möchte jetzt auch nicht total abreißen lassen zu Orlando. Das wäre, glaube ich, keine gute Sache. Oh, jetzt habe ich das weggeskippt, ne? Wie heiß ist der denn? Ja, es ist okay, es ist okay. Wir sind nicht so weit weg davon, von diesen 137. Es ist halt kritisch, wenn man so nah auffährt, aber das muss man ja machen. Ich meine, man kann sich jetzt nicht zurückfallen lassen. Das macht ja gar keinen Sinn in dieser Phase. Aber die sind auch nicht super schnell hier vorne. Also DRS-Train hin und her, ja, die sind alle nah beieinander. Aber das ist jetzt auch keine atemberaubende Pace. Allerdings können wir dagegen nichts machen. Wir sind in den Kurven immer recht nah dran und auf den Geraden dann keine Chance. Boah, der wird aber schon echt heiß, der Motor. Jetzt sind wir bei 137. Oh oh. Oh 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 oh. Ich weiß nicht, ob wir das Ziel erfüllen können. Ja, da haben sich auch schon die ersten Sekunden angesammelt, die wir über dieser genannten Marke waren. Wow, also das ist hier echt nicht ohne. Wir distanzieren Albon so minimal. Ich habe das Gefühl, wenn was geht in Richtung Überholmanöver, dann vielleicht in diese vorletzte Kurve. Also jetzt gleich. Hier dann einfach mutig innen rein, weil die hier so langsam sind und so nah hintereinander. Aber nee, ich will es jetzt halt auch nicht wegschmeißen. Platz 11 ist eigentlich ganz gut für den Moment. Oh, jetzt sind wir deutlich drüber. 138, mal ein bisschen aus dem Windschatten raus vielleicht. Ja, nochmal gerettet. Da war noch eine ganze Runde lang, Alter. Wow. Das wird, glaube ich, schwer. Oder haben wir es gar nicht geschafft? Jetzt hat sich die Zeit resettet. Ah, die Zeit zählt pro Runde immer. Okay, ja, das macht es ein bisschen leichter. Oder hier so eine Dive-Bomb. Das wäre es auch. Aber die Gefahr ist dann sehr, sehr groß, dass wir so einen Hamilton zum Beispiel rausschießen. Weil der halt direkt davor ist. Und da kann man eigentlich nicht so spät bremsen. Aber das ist echt der Wahnsinn. 7 Runden. Das ist jetzt gar nicht mehr so sehr Anfangsphase. Und noch geht hier echt nicht viel ab. Oh, jetzt wird's knapper, aber ich glaube, die Linie wird uns retten. Wir schaffen das Ziel, aber das war jetzt nicht komplett easy. Oh, der Reifenverschleiß übrigens, der ist auch sehr interessant dieses Jahr. War in den 25% Rennen noch nicht so ein Thema, aber jetzt kann man das mal ansprechen. Jeder Reifenverschleiß total unterschiedlich, je nach Strecke halt. Hier, klar, wird die rechte Seite ordentlich beansprucht durch Kurven wie diese beispielsweise. Und das sieht man dann auch wirklich. Also das ist krass. Das ist krass, was das für ein Unterschied ist. 20% Unterschied zwar fast. Kann ich noch reden oder wird das heute nichts mehr? Zwischen vorne rechts und vorne links. Das ist unglaublich. Das hätte man früher nie so erlebt. Ey, das ist echt krass gerade. So frustrierend das zum Fahren ist, so gut bzw. realistisch ist es eigentlich auch, ne? Im Real Life ist das auch oft so, dass ein Fahrer einfach komplett stuck mal ist hinter einem anderen. Für 10 Runden, für länger sogar. Und einfach nicht vorbeikommt. Also das ist schon geil gemacht hier in-game. Auch wenn es, ja, es ist frustrierend, weil ich das Gefühl habe, dass mehr geht, aber dann irgendwie doch nicht. Das ist ganz komisch. Naja, man muss es aber auch mal positiv sehen. Wir haben Albon im Griff bisher, genauso wie beide Saubers. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und hinter Joe übrigens ist jetzt eine riesen Lücke schon aufgegangen. Also da teilt sich das Feld endlich mal so ein bisschen. Oh Gott! Sehr weit draußen. Zum Glück kein Schaden. Da haben wir die Wand, glaube ich, nur so mit der Felge berührt. Na, das kann auch mal schief gehen. Hilfe. Oh Mann, es ist so frustrierend. Man ist so nah dran an Lando. Immer mal wieder. Oh, und jetzt wagen wir es einfach mal. War das am Limit angebrochen? Volle Kanne die Hinterräder blockiert. Jetzt hatte ich mal die Schnauze voll. Jetzt wecken wir dieses Rennen hier doch endlich mal auf. Mein Gott, wird auch mal Zeit. Runde 10. Come on. Vorbei an Lando. Vor in die Punkte. Boah, ja, das war riskant. Das war mehr als nur riskant. Aber no risk, no fun, wie man so schön sagt. Das hat uns eine Position beschert. Ich muss mir übrigens mal angewöhnen, mehr mit diesen RS-Modi hier rumzuspielen. Das kann man ja völlig einstellen, wie man möchte, dieses Jahr wieder. Hatte ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm. Nicht so richtig zumindest. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, das RS mal kurz auf keinen zu stellen. In den Kurven zum Beispiel. Das lädt sich dann so schnell wieder auf. Das ist echt krass. Wenn wir hier mal demonstrieren, 25% ungefähr, dann stellt man es auf keinen, nur für diese Kurven hier. Also das kostet auch Zeit, also man merkt richtig, wie man langsam ist, wie man kaum noch Power hat. Das ist nichts, was man lange machen kann, aber schon, zack, 2 Kurven und 20% gewonnen. Das ist echt ein Riesenunterschied. Das muss man sich eingewöhnen oder angewöhnen, das gut zu machen. Das kann so ein Rennen entscheiden.
Allmählich wird es ein bisschen ungemütlich, was den Reifenverschleiß angeht. Ja, 50%. Und Runde 12, das ist, glaube ich, eine Runde früher als geplant. Aber so ein Undercut in so einem Rennen, das wäre vielleicht was. Das wäre sogar auf jeden Fall was, aber ganz knapp noch im DRS geblieben. Ich glaube, am Messpunkt waren das ein paar Hundertstel nur, die uns da gerettet haben. Es ist der Wahnsinn. 27 zu 56% Verschleiß auf der Vorderachse. Das ist krass. Ich glaube, in 23 hätten wahrscheinlich alle Reifen jetzt so um die, ja, um diese 30, oder? Wahrscheinlich. Aber jetzt echt nicht. Und das merkt man auch, dass dieser vordere linke relativ tot ist. So schnellere Rechtskurven, boah, die sind nicht ohne. Hier zum Beispiel sieht man das vielleicht, das ist untersteuert. Man hat einfach nicht mehr so viel Grip wie am Anfang noch. Das ist schon echt ein großer Unterschied. Wir nutzen das jetzt einfach mal. Kommen an die Box. Ich meine, scheinbar sind wir die Einzigen, die hier irgendwie ein bisschen Leben reinbringen wollen in dieses Rennen. Mit dem Überholmanöver, jetzt mit dem Undercut-Versuch. Wenn das jetzt gut klappt, und ich glaube, das wird gut klappen, dann haben wir echt die Chance, da einiges an Positionen aufzuholen jetzt dadurch. Und das Stopp bitte von unseren Jungs. Zuletzt in Jeddah ist da was schiefgegangen, hier aber nicht. Erstmals haben wir jetzt die harten Reifen am Auto. Das war auch noch kein Thema in den 25% Rennen. Ja, jetzt einfach eine normale Outlap. Ich glaube, es muss nicht mal eine besonders gute sein. Und dann sollte das schon reichen, um ein bisschen was gut zu machen. Okay, hör zu. Wir haben jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's. Ja, die Einstellung gefällt mir, Jeff. Das ist ein guter Moment für so ein Ziel. Einfach alles reinhauen jetzt. Eine Runde später, aus stoppen schon ganz schön viele andere. Wie viele bekommen wir? Da sind auch ein paar aus dem Grüppchen vor uns natürlich. Norris hinter uns, Hamilton hinter uns, das ist glaube ich neu. Lando haben wir aber vorhin überholt. Ja, also das wird nicht geschadet haben, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, jetzt wacht dieses Rennen mal so richtig auf. Jetzt werden auch die Abstände mal größer, jetzt bilden sich so kleinere Grüppchen und nicht ein riesiges. Das wird jetzt nochmal richtig spannend, nachdem es in der Anfangsphase ja echt eher lame war. Ein Formel-1-Rennen braucht einfach Strategie und Boxenstops, um so richtig in Fahrt zu kommen manchmal. Unter anderem deshalb, bin ich übrigens auch gar kein Fan von den Sprints, wo es ja keinerlei Strategie irgendwie gibt. Lila Mittelsektor auf unseren frischen, harten Reifen. Das hier war sehr interessant, was die Jungs mit Hülkenberg da gemacht haben. Und das nutzen wir vielleicht gegen Fernando, oder? Wenn der uns hier schon so einlädt, wenn die uns hier schon so einladen. Na, dann vielleicht ein bisschen zu zögerlich. Alonso hält gut dagegen, auch jetzt noch. Nein, jetzt haben wir ihn. Leclerc hat hier echt Probleme gegen Hülkenberg. Übrigens mag ich das Haas-Rot überhaupt nicht. Also den roten Punkt, den die jetzt auf der Karte haben unter anderem. Das sieht genauso aus wie das Ferrari-Rot. Das ist echt der Wahnsinn. Das kann man kaum unterscheiden. LOL! Monster-Undercut! Wir sind Vierter! Das war ein Geniestreich, nur diese eine Runde früher reinzukommen. Ja, dachte ich es mir schon. Weil alles eben so nah beieinander war. Das kann eigentlich nur funktionieren. Und wie das funktioniert. Nicht nur ein bisschen, sondern überragend. Die beiden Ferraris hier am Fighten. Leclerc setzt sich durch gegen seinen Teammate, der gerade aus der Box kam. Ja, das ist interessant. Ich glaube kaum, dass wir hier lange bleiben können. Aber auf jeden Fall war das nicht der allerschlechteste Undercut, würde ich mal behaupten. Ah, noch werden wir das DRS auf Sainz aber haben. Solange das der Fall ist, macht Checo wahrscheinlich eher weniger. Boah, dieser Mittelsektor hier in Australien, der ist so OP als Spieler. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich meine, wir machen da ja nichts Besonderes. Das ist einfach, wenn man da ein bisschen ERS einsetzt, ist man da so viel schneller als die KI. Das ist krass, wir sind da so oft lila. Das ist aber super für das eine Ziel, was wir uns gesetzt haben, ne? Mit drei lila Sektoren. Aber das waren schon mindestens drei. Oh, die Ferraris, während unser Ziel mit der Rundenzeit leider gescheitert ist. Die schenken sich da gar nichts. Aber selbst so, selbst wenn die so halb am Fighten sind die ganze Zeit, können wir nur schwer den Anschluss halten. Oh, das wird hier noch ein bisschen in die andere Richtung gehen, glaube ich. Vor allem, wenn ich sowas mache. Jetzt wird es gleich passieren, dass das DRS leider weg auf Sainz hat sich angebahnt. Der kleine Fahrfehler hat auch nicht geholfen. Das wird jetzt für Checo wohl eher eine leichte Nummer. Ich möchte auch nicht so auf Krampf verteidigen. Also ich will jetzt auch keine Positionen herschenken. Aber ich meine, an sich sind das Ziel immer noch Punkte, ne? Also da darf man jetzt auch nicht zu viel Reifen verschwenden, zu viel ERS wegballern für solche scheinbar recht sinnlosen Duelle. Aber wer weiß, wenn wir den eine Weile lang hinter uns halten, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so sinnlos irgendwann. Ah, jetzt aber Checo auf Start und Ziel, oder? Ich hoffe fast schon, ehrlich gesagt, dass er hier vorbeikommt. Im Hinblick auf KI-Überhol-Skills. Ich meine, so ein Williams, der hier kein DRS hat, darf kein Problem sein für den Red Bull. Tu es, Checo. Tu es. Der tut sich schwer. Der tut sich echt schwer. Das war jetzt nicht mal mit ERS hier in der Situation.
Wir sind nicht gerade schnell, ne? Also das auf keinen Fall. Wir haben schon fast über zwei Sekunden Rückstand auf die Ferraris. Sind da so eine Sekunde pro Runde langsamer? So, Checo? Weiß es nicht. Das ist echt nicht so bemerkenswert, was der hier zeigt. Hier verteidigen wir halt. Und dann, ja, dann ist das auch recht easy, leider fast schon, hier davor zu bleiben. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Jetzt mal was von ihm? Nö. Ja, also ich würde leider jetzt mal festhalten, KI überholen ist immer noch nicht sehr viel besser geworden. Dafür würde auch der erste Stint sprechen, ne? Dass die da alle so ewig lang hintereinander hergefahren sind, ohne dass irgendjemand mal irgendwas probiert. Jetzt kommt mal ein ernsthafterer Angriff von Checo. Aber das ist alles zu verteidigen. Das ist echt noch nichts wahnsinnig Gutes. Ich versuch's wirklich nicht mal super hart hier davor zu bleiben, ne? Da könnte man schon noch mehr machen hinsichtlich Verteidigen, ERS-Management und so. Und trotzdem gelingt das so gut. Das spricht nicht für die KI, leider. Es gibt hier 4 DRS-Zonen auf dieser Strecke. Möchte ich nur nochmal hervorheben. 4! Jetzt. Kommt da jetzt mal was? Ja, das ist alles so halb, ne? Also die bremsen sich dann so daneben. Jetzt bleibt er vielleicht mal daneben, aber nee. Also selbst da. Ich habe nicht mal verteidigt. Ja, krass. Krass, das ist ein bisschen scheiße, muss ich leider sagen. Nun wird's wohl passieren. Also ich glaube schon noch dran, dass das eher nur so eine Frage der Zeit ist. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Also wenn wir das bis zum Ende durchziehen, Alter, das wäre ein Armutszeugnis. Da gab es, glaube ich, eine Berührung. Onboard mit dem Mexikaner. Ich habe da eigentlich echt versucht, super viel Platz zu lassen. Also wenn überhaupt, hat er sich da wohl verbremst oder so. Mal schauen, ist hier eigentlich schon so halb vorbei. Und dann, ja, macht er es echt übervorsichtig. Kriegt irgendwie Übersteuern, ganz komisch. Ja. Das geht besser, Checo. Das geht tatsächlich besser. Hier staut es sich auch schon extrem. Also die Pace ist jetzt nichts mehr. Albon ist auch gut unterwegs. Wow. Was ist das jetzt mal? Nee, der fährt da ran, fährt manchmal daneben. Wenn überhaupt schon. Das ist schon so das Höchste der Gefühle. Mehr kommt da aber wirklich nicht. Ah, sie sind kacke. Die sind leider kacke, was Überholen angeht. Jetzt verteidigen wir auch mal. Oh, jetzt macht das aber gut da außen. Jetzt macht das gut, allerdings, oh, können wir hier innen natürlich gut mithalten. Bisschen Wheelbanging da, geiles Racing gegen Checo. Allerdings erneut bleiben wir vorne in einem Williams gegen einen Red Bull und wir haben kein DRS und verlieren unendlich Zeit auf die Autos davor. 6 Sekunden sind es bald auf die Ferraris. Die sind vor gefühlt gar nicht mal so langer Zeit hier vorbeigekommen. Jetzt wieder der Versuch von ihm auf Start und Ziel, ähnlich wie vorhin. Das ist leider so wie immer, dass man dann so klare Muster irgendwann erkennt bei der KI, weiß, was die machen und dann weiß, wie man easy vorne bleibt. Obwohl das in dem Fall echt nicht mal was Schweres ist. Einfach spät oder normal anbremsen und dann fährt man da außen wieder vorbei in Kurve 1. Okay, hör zu. Wir müssen das ERS schonen. Deshalb sollten wir uns darauf konzentrieren, es aufzuladen. Ja, das ist doch... Das ist ein nett gemeintes Ziel von dir, Jeff, aber ich werde jetzt nicht das ERS aufladen und dadurch riskieren, überholt zu werden. Das wäre ja Quatsch. Jetzt mal. Oder? Nee, sie machen das also. Halbherziger geht's nicht, ne? Wenn du schon da innen bist, dann bremst spät, Alter. Hau mich doch mal raus aus der Kurve so halb. Aber nee, das ist alles so unüberzeugt. Nächster Versuch von Start und Zieler. Ich bin mir sehr sicher, dass das wieder genauso wird. Das meinte ich mit klarem Muster. Man weiß halt jetzt schon, was kommt. Und ja, dann bleibt man halt davor. Es war jetzt auch eine echt schlechte Durchfahrt von ihm. Vielleicht mischt sich da Alonso gleich noch ein. Na gut, man muss zu einer kleinen Verteidigung der KI sagen, dass der Williams ja typischerweise ein Auto ist, was sehr schnell auf den Geraden ist. Das hat man ja auch im Real Life von Albon häufig gesehen. Sogar auch hier in Australien mal vor ein, zwei Jahren, dass der in so einer Situation sich echt gut vorne hält. Aber trotzdem, das ist ein Red Bull. Mit 4 DRS-Zonen auch noch hier in Australien, ne? Das kommt dann noch dazu. Also eine sehr viel bessere Strecke dahingehend gibt's nicht. Es gibt, glaube ich, keine andere mit 4. Also, ja... Ich kommentiere das hier jetzt schon einfach gar nicht mehr, weil da ja eh nichts passiert. Man bleibt ja eh davor. Also man kann das schönreden, wie man will. Wir haben auch ein perfektes Rennen gemacht bis hierhin, das ist klar, aber das macht trotzdem keinen so guten Eindruck leider. Also, nee, mir wäre es lieber, wenn wir jetzt schon so auf Platz 8 wären oder so, weil das müssten die auch eigentlich locker schaffen, aber ja, tun sie halt irgendwie nicht. Oh, jetzt ist er mal näher dran am Ausgang aus Kurve 1. Das hatten wir so noch nicht. Ich glaube, an dieser Stelle kam er noch nie an. Na, was Neues von Checo. Ja, Glückwunsch. Hat ja nur 10 Runden lang gedauert, um dir was Neues auszudenken. Und ich glaube, jetzt hat er uns. Jetzt ist es mal passiert, oder? Ja, jetzt hat er nämlich die Innenseite. Ja, und dann drückt uns doch auch mal raus. Ja, Mann. Das will man doch sehen. Meine Fresse. Ich glaube, das war nicht die günstigste Stelle von ihm, um tatsächlich vorbeizukommen. Weil wir jetzt hier das DRS haben und er nicht, ne? Dann zeigen wir. Ich zeig dir mal, Checo, wie man das macht.
Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass du den Red Bull hast und wir den Williams, ja? Man macht hier das DRS auf und dann fährt man hier vorbei, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Und Alonso macht es hier auch gleich mit vor. Und jetzt sind die beiden noch Rad an Rad in der Schikane. Nee, Alonso zieht es nicht ganz durch. Ja. Dafür hat der unendlich gebraucht. Das hat der nie geschafft. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte bislang einen sehr guten Eindruck von der KI. Das hat mir immer gut gefallen, was die machen in den ersten beiden Rennen. Ja, das hier ist jetzt das erste wirklich recht negative. Jetzt kommt wieder das Ding hier in Kurve 1. Aber gut, diesmal ist er nicht mal wirklich daneben. Ne? Das kann eher nichts werden. Oder? Ja, es ist ähnlich wie in der letzten Runde. Ja, aber gut. Auch da, ne? Ist halt auch wieder Racecraft. Es ist nicht das Schlauste, hier zu überholen, wenn danach die stärkste DRS gerade auf der Strecke kommt. Schaffen wir es jetzt mal hier außen mitzuhalten vielleicht? Ah, lässt uns ein bisschen mehr Platz. Aber trotzdem hat man da außen keine Chance. Ja, an sich entwickelt sich das jetzt aber echt zu einem recht spannenden Duell. Aber das hier, wirklich, Alonso bestraft ihn jetzt auch mal. Ja, danke, Fernando. Also, dass der noch so weit vorne ist, ist echt nicht verdient. Bin zwar sehr gespannt, wie das so ein Alonso macht hier an dieser Stelle. Wenn der jetzt nämlich gut vorbeikommt, dann könnte man das auf Perez schieben. Dass seine KI da einfach ein bisschen komisch ist, wie er im Real Life vielleicht auch manchmal. Aber nee, das sieht nicht so gut aus. Ne? Alonso ist ja nicht mal so richtig nah dran am Anfang der Gerade. Klar, durch das DRS wird es dann knapp, aber nicht knapp genug. Oh, jetzt kommt, glaube ich, das erste Vernünftige von Fernando aus rum vorbei in diese langsamere Kurve hinein. Oh, ne, macht's auch hart, ne, lenkt das sehr, sehr... sehr, sehr hart zum Scheitelpunkt. Trifft uns sogar so ein bisschen. Ist vorbei, aber das kennt man halt von Checo schon. Also sowas wie Rennintelligenz irgendwie ansatzweise besitzen die scheinbar nicht wirklich. Weil dann würden die nicht jedes Mal an der Stelle da vorbeifahren. Aber hey, immerhin überholen die mal. Immerhin ist das eine Stelle, an der die es gut machen. Kann man nicht sagen, oh, Checo jetzt sehr, sehr schön außenrum vorbei. Wow, warum gegen uns nicht so? Ah, wieder das Ding hier, das war am Anfang noch ganz, ganz cool, da habe ich es auch gefeiert, dass der uns da so konsequent überholt und das machen die ja auch super. Es ist halt leider völlig für den Arsch. Da fällt es mir auch schwer, hier irgendwie Spannung in meinen Commentary reinzubringen, weil, ich weiß nicht, ihr wisst glaube ich warum, oder? Weil das irgendwie so vorhersehbar ist, was passiert und vor allem, weil wir in dem Williams sind. Wir sollten hier ja überhaupt nicht sein. Wir sind ja nur hier dadurch, dass die sich da so anstellen mit dem Überholen. Ja, außenrum vorbei. Die nächste Runde ist schon die letzte. So langsam wird es auch wichtig. Das wären natürlich super Punkte, die wir hier holen. Also das darf man auch nicht vernachlässigen. Bottas im schlechteren Sauber ist in Jeddah Vierter geworden. Also das wäre schon eine gute Antwort an Sauber, hier jetzt im nächsten Rennen dasselbe zu schaffen. Und soweit sind wir davon nicht mehr entfernt. Das Duell hier wäre ganz geil, wenn wir ein besseres Auto hätten. Wenn das wirklich so Sinn machen würde, dass wir hier mitfighten sozusagen. Was macht er denn jetzt? Weiß nicht, jetzt zeigt er sich nicht mal hier innen in Kurve 1. Er wartet vielleicht wieder auf seine bessere Stelle. Aber das macht es eher fast nur leichter. Also wenn er hier vorbeizieht, es ist das Leichteste, was er uns irgendwie bescheren kann. Weil wir dann easy mit dem DRS kontern. Also das fände ich sehr viel unangenehmer, wenn er mit DRS hinter uns wäre auf diesem Vollgasabschnitt. Letzte Runde dieses großen Preises von Australien. Wir sind voll auf Kurs, bestes Karriereergebnis. Die Frage ist nur, was wird es? Wird es Platz 4? Wird es Platz 5? Vielleicht Platz 6, wenn Fernando sich hier noch einmischt? Ich weiß nicht. Sieht wohl eher nach Platz 4 aus, ganz überraschenderweise. Alonso, bestraft der Perez auch noch für seine Nachlässigkeit hier? Nee, tut er nicht so wirklich. Jetzt wäre nochmal eine Möglichkeit zu kontern für Perez. Aber dafür ist er fast nicht nah genug dran. Ah, und wir haben das DRS. Ach so, das realisiere ich jetzt. Da gibt es nur einen Messpunkt für beide. Na klar. Das macht natürlich Sinn. Oh, jetzt Alonso. Boah, auf die 5. Ja, das sieht gut aus. Perez wird hier wohl nur Sechster am Ende. Hätte eigentlich die Chance auf ein Podium gehabt, ne? Wenn der früher an uns vorbeikommt, dann an den Ferraris dranbleibt, dann kann das hier ein Podium werden. So, aber eher nicht. Jetzt haben die auch nochmal ein bisschen abreißen lassen, die beiden. Ja, es ist geil. Es sind gute Punkte. Es ist ein geiler vierter Platz. Bestes Ergebnis bisher. Aber das darf so eigentlich gar nicht passieren in diesem Rennen. Ja, aber hey, super Ergebnis, super Antwort natürlich auf Bottas Vierten aus Jeddah. Wie das halt zustande kommt, ist ein bisschen schade, ne? Es ist ein Runden-Undercut. Der bringt uns von 10 auf 4. Gut, das noch irgendwie nachvollziehbar, dadurch, dass halt alles so nah beieinander war. Wir hatten dann perfekt freie Fahrt. Die haben wir scheinbar gut genutzt. Also das ist ja noch alles cool. Aber dass wir dann 15 Runden lang oder was das war, oder mehr ja sogar, in dem Williams hier auf Platz 4 bleiben, mit einer ja nicht guten Pace, wir waren ja nicht schnell, wir sind ja nicht hier geblieben, weil wir super schnell waren, sondern weil die einfach zu dämlich waren. Wenn man sieht, wie weit die Ferraris am Ende weg sind, da hatten wir ja keine Chance.
Also das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Vielleicht wird das noch besser. Vielleicht ist das ein Australien-spezifisches Ding. Kann auch sein. Weil ich bisher echt einen guten Eindruck hatte eigentlich. In Bahrain und auch in... Wo war es? In Jeddah. Da hat mir die KI echt gut gefallen. Und euch auch. Ich habe da immer wieder Kommentare gelesen. Also vielleicht ist das hier so ein Ding. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, weil sonst... Ja, es ist ein bisschen schade, ne? Ja. Ja, aber ey, trotzdem, geiles Ergebnis. Muss sich auch mal ein bisschen freuen. Ich meine, aus unserer Sicht, wir haben es ja perfekt gemacht, wenn man es so sagen will. Eine perfekte Strategie mit dem Undercut und dann richtig gut da vorne gehalten. Mehr hätte man ja nicht tun können. Also absolut mehr als das Maximum rausgeholt aus dem Auto. Komplett outperformed, würde ich sogar sagen. Albon bleibt leider bei 0 Punkten nach wie vor. Den finde ich so insgesamt ein bisschen enttäuschend bisher, wenn man sieht, wie gut der in den letzten Spielen immer war in diesem Williams. Ich meine auch, die Saubers zum Beispiel sind beide vor ihm in der WM mit dem theoretisch schlechteren Auto. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen, aber ich bin mir sicher, dass der noch wach werden wird im Laufe der Saison. Hier der Konstrukteurs-WM ziehen wir wieder vorbei an unseren Konkurrenten. Sehr, sehr schön. Ist es denn gelungen, hier jedes Ziel zu erfüllen, mehr oder weniger? Ich weiß nicht, ja, unserem Rating wird das aber gut tun, ne? So ein vierter Platz, das ist schon eine Ansage. Das ist was anderes als doch so eine knappe Punkteplatzierung mal. Geht das Rating schon hoch? Ja, wir gehen tatsächlich schon auf 67. Aber ich glaube, das Vertragsziel mit 69 war sogar noch ein bisschen nett gewählt von uns. Ich glaube, da hätte man auch durchaus mehr noch machen können. Aber ja, lieber so, dann haben wir es immerhin safe. Hier könnte es jetzt auch mal auf 45 gehen, oder? Nee. Also das geht echt nicht so easy. Ja, krass. Ich finde, also nach dem Saisonanfang hätten wir es uns verdient, aber ich finde es super, dass das ein bisschen, ja, langsam geht. Ansonsten, ganz, ganz schnell hätte man hier alles, wenn das so wäre wie in dem alten System, was man da mal hatte vor ein paar Jahren. Da hatte man ja recht schnell sehr viel mehr als der Teamkollege. Und was gibt's hier noch? Genau, die ganzen Ziele. Ich glaube, da werden wir nahezu alle erfüllt haben, oder? Müsste jetzt, obwohl hier bei dem einen kriegen wir Minus. Was haben wir denn da nicht geschafft? Fahrer in einem Rennwochenende, 3 lila Sektoren. Haben wir nicht geschafft. Echt nicht. Wir waren ja so oft lila im Mittelsektor. Das kann ich fast nicht glauben, dass wir das nicht geschafft haben. Aber gut, Spiel, wenn du meinst, dann ist das so. Alles andere hat funktioniert immerhin. Oh, wow, das nächste Upgrade schlägt fehl. Das war eins für die Strapazierfähigkeit. Ich gehe mal davon aus, dass sich Albon drum kümmern wird, weil das auch seins war. Ich hole Strapazierfähigkeit für gewöhnlich nicht so schnell. Nicht so früh in einer Saison, da sind andere Sachen ja erstmal wichtiger normalerweise. Beim nächsten Mal erwartet uns was Spannendes. Das erste geheime Treffen mit einem anderen Team. Diese gute Leistung in Australien, die hat scheinbar so ein paar Interessen geweckt. Bei wem? Bei Red Bull vielleicht. Haben die keinen Bock mehr auf Checo? Ich weiß es nicht. Würde mich nicht wundern. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal zu Beginn direkt an. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Richtig geiles Ergebnis hier in Melbourne. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder beim Rennen in Japan. So früh in der Saison Japan. Ist echt ungewohnt. Aber ich hab Bock drauf. Bis dann.